Und damit, Freunde, willkommen zu einer weiteren Episode der National Pokémon Battle League, aka der NPBL. Heute sind wir im zweiten Spieltag und spielen gegen den allerersten Nestflo. Und ich kann euch etwas sagen. Über die letzte Zeit habe ich trainiert und bin deutlich stärker geworden. Ich habe recherchiert, ich habe andere Videos geschaut, habe Strategien geklaut und bin jetzt ready, alles zu geben. Ich bin diesmal deutlich zuversichtlicher und werde weniger Lost spielen als das letzte Mal. Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Okay, er hat sein Team ausgewählt und Alter. Was ist das für ein Team? Auf jeden Fall, wir haben im Team Miltank, Gastrodon, Firekong, Walladin, Hierofliger und Mr. Miyagi. Ich nehme Walladin und Symbolare als Lead, Gastrodon und Mr. Miyagi habe ich als Zweitwahl. Es geht los ins zweite Match. Eine Banger-Liga-Karte, die der Junge hat. Boah, stark, Paya. Denselben Joke in zwei Spieltagen hintereinander droppen. Krass. Du bist einfach anders kreativ. Okay. Er leadet mit Klurak und Kleopatra. Ich weiß nicht, ob er mit meinem Lead gerechnet hat. Und zwar ist das Symbolara, weil Symbolara 300 Möglichkeiten hat, seinen Schwächenschutz triggern zu lassen und die nötige Coverage hat, um all unsere Pokémon quasi ausnocken zu können. Ich gehe, glaube ich, als erstes auf ein Schutzschild. Und hier hätte ich vielleicht den Schutzschild spielen sollen, aber ich gehe hier erstmal auf entspannt auf eine Kosmikkraft und schau mal, was er machen wird. Und ich habe diesmal den Schutzschild dabei, nicht wie beim letzten Mal, habe erfahren, ja, man sollte vielleicht Boreos auch mal mit Schutzschild spielen. Gegen so Mogelhieb-Pokémon. Dynamax Klurak geht und auf mein wunderschönes Dingens hier geht. Auf mein Symbolara habe ich ein kleines Problem, das natürlich etwas unschön wäre. Aber ich hoffe mal, dass das nicht der Fall sein wird. A few moments later. Und Dynadüse geht gegen Symbolara. Das überleben wir. Was ziemlich gut ist. Okay, ich versuche etwas. Ich weiß jetzt ehrlich nicht, ob das funktionieren wird. Denn Kleopatra wird jetzt schneller sein als Boreos. Das auf jeden Fall. Denn ich habe Boreos nicht full init gemacht. Und es spielt gerade mal so. Und sein Klurak ist auch schneller. Okay, das ist krass. Das ist belastend. Meine ganze Strategie ist kaputt. Herzlichen Glückwunsch. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist halt, dass meine Pokémon nicht sonderlich gut gewählt sind gegen diesen Gegner hier. Muss ich sagen. It was this moment that he knew, was meine gesamte Strategie mit Boreos und Symbolara war. Flo, kannst du es mir bitte mal erklären? Aber was, wenn ich euch sage, dass Boreos vielleicht zwei nice Moves hat? Und die beste Option kommt jetzt. Und das ist eine uns sehr gut bekannte Taktik. Nämlich Schleuder Salcabeere auf Symbolara. Denn mit Schleuder Salcabeere auf Symbolara triggert er den Schwächenschutz und macht ihn schneller. Und Boreos ist von Natur aus schneller, kann den also durchaus rausbekommen. Bruh. Und ich muss jetzt auf Firekong reingehen und versuchen mit Firekong so viel Damage wie möglich zu machen. Er setupt sich halt auf, ich habe kein Pescragon dabei. Ich hätte First Turn Dynamaxen sollen. Vor allem jetzt kommt die Trugträne. Er hat Strolch drauf, ist deswegen auch schneller, Verteidigung sinkt stark. Ich bin nach der Runde eh down. Was belastend ist. Der Flammenwurf kommt jetzt wenigstens. Nope. Ah, er ist schneller. Ach so. Okay. Ja, schätze mal, das Match ist vorbei. Ein Pokémon gegen sein ganzes Team, was wir ganz sicher schaffen werden, gefühlt. Denn Boreos kann halt ehrlich nichts. Ah, Feuersturm kommt. Ja, Boreos ist tot. Auf. Ah, es ist überlebt! Oha! As long as I'm breathing, it's not over. Standpauke geht auf beide. Ja, wow. Ja, ich weiß nicht, ob das reicht.
Okay, das reicht wenigstens. Jetzt haben wir wenigstens den Regenboost, der ziemlich gut ist, muss man sagen. Weiter durchsetzen. Okay, Terrier-Modus kommt rein. Hat dementsprechend wahrscheinlich keinen H2O-Absorber. Okay, ich gehe mal auf die Düner Erdkräfte auf Terrier-Modus. Jetzt haben wir wenigstens den Regenboost, der ziemlich gut ist, muss man sagen. Ich kann deren Spezialverteidigung senken, das heißt, ich bin dauerhaft auf minus 1. It's time to stop! It's time to stop, okay? Ziemlich interessant, muss ich sagen. Ja, der Schaden ist ja geil. Komplett lost gespielt. Ich hoffe, er kann mich jetzt bitte killen. Bitte töte mich einfach. Ich will nicht mehr leben. Ich möchte sterben. Komm, töte mich einfach. Not yet. Junge, töte mich doch bitte einfach. Erlöse mich von diesem Schmerz. Ich will nicht mehr. Das ist Folter. Oder will er mir noch einen Kill schenken? Wenn ja, okay, nehme ich gerne mit. Er wollte es, er hat's hinausgezögert. Er hat gegönnt. Was ein Ehrenmann. Ja, Terrier-Modus geht auf Schutzschild, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ein Erdbeben kommt. Ja. War ja klar. Ja, und der wird mich one-hitten. Und zwar saftig. Erstes Match lief perfekt. Ich werde auf jeden Fall jetzt als allererstes anders spielen. Und zwar, wenn der Mogelhieb kommt, gehe ich auf Schutzschild und Dynamaxe mit meinem Symbolara, gehe auf eine Düner Wall, hol dann den Schwächenschutz raus, gehe auf Düner Luftschnitt, töte den Gegner damit. Okay, selber Lead, perfekt. Genauso wie ich es wollte. Diesmal dürfen wir nicht so hart versagen. Als allererstes gehen wir auf Schutzschild. Ich gehe hier auf eine Düner Wall als Dynamax-Pokémon. Okay, er Dynamax wieder, alles wieder vor. Vielleicht will er jetzt mit Mogelhieb auf mein Dingens hier gehen. Auf mein Symbolara. Aber das ist mir kackegal. Er geht hier auf sein Dynamax-Klurak. Ich gehe auf Dynamax-Symbolara. Das wird jetzt ein sehr, sehr spannendes Match, glaube ich. Diesmal habe ich ein besseres Gefühl, muss ich sagen. Einfach, weil ich darauf vorbereitet bin. Schutzschild kommt. Und meine Düner Wall kommt ebenfalls. Double Protect, wie man so schön sagt. Mogelhieb geht auf Boreos. Und Max Airstream geht auch auf Boreos? Nein, es geht auf Symbolara, okay. Predicted. Und jetzt sollten wir schneller sein als seine Pokémon. Gehen hier auf die Schleuder. Und hier auf eine entspannte, starke Dynadüse, um noch einen Boost zu bekommen. Es kann ja jetzt auch einfach passieren, genau das gleiche wie bei Pescagon, dass halt beide einfach protecten. Beide drücken Schutzschild, dann gewinnen wir halt nicht sonderlich viel. Er stallt dann unseren Mogelhieb aus und kann danach den Rückenwind rausbekommen. Auch hier müssen wir dann quasi für die Donnerwelle gehen, um Symbolara zu paralysieren, weil dann können wir mit unserem Speedboost wieder gegenarbeiten, aber der wird uns dann ziemlich sicher rausnehmen. Okay, er geht auf Donnerwelle, auf Boreos. Scheiße. Oh, das ist belastend. Jetzt ist er schneller. Und geht auf Boreos, oder? Ja. Überlebe ich. Mit 8 KP, komm! Bitte komm durch! Boreos, bitte komm durch! Hab Ehre und komm durch! Es hängt alles von dir ab. Es hängt alles von dir ab. Wenn du nicht durchkommst, hasse ich mein Leben. Nein! Nein! Ich hasse mein Leben. Ey, wenn der hier auch nochmal auf Donnerwelle geht. Okay, ich muss Cleopatra loswerden. Wegen der Donnerwelle. Wenn der jetzt auch noch auf Symbolara auf Donnerwelle geht. Oh mein Gott, nein. Tu mir den Schmerz nicht an, Flo. Ja, das war klar. Ich hätte auf Düner Wall gehen sollen, ich Idiot. Das wäre besser gewesen. So, Rückenwind kommt jetzt. Stark. Und jetzt ist halt sein Klurak schneller, was belastend ist. Ich hoffe, ich komme jetzt wenigstens durch. Ansonsten habe ich ein kleines Problem. Nicht nur ein kleines, sondern ein großes. Für den Kontext, da ich es nicht kommentiert hatte. Ich wollte Boreos durch Pescagon auswechseln, weil Nesflo Boreos auf keinen Fall mehr angreifen würde, weil es keine richtigen Attacken mehr hat und einfach nur dasteht. Schaut, was wirklich passiert ist. Ich bin so dumm! Ich bin so dumm!
Was mache ich? Oh mein Gott, das war so ein dummer Play. Scheiße, ich hoffe, er killt Walladin. Bitte kill Walladin. Oh mein Gott. Das war so dumm gespielt. Oh shit. Here we go again. Oh mein Gott, war das dumm gespielt. Ich hasse mein Leben. Ich bin so dumm. Bitte schaltet bei diesem Video ab. Bitte schaltet einfach ab. Dieses Video hat keinen Sinn. Ich werde es so nennen. Dieses Video hat keinen Sinn. The next day. Aber Real Talk, GG an Nestflo. Du hast mich zerstört und mir alles genommen. Er hat meine Strategie einfach kommen gesehen. Ich dachte so, yo, komm, unauffälliger Play. Ich spiele jetzt so richtig unauffällig und so. Er hat alles gereadet gehabt. Er war vorbereitet. Er war auf diesem anderen Level von vorbereitet. Einfach nur GG, mein Freund. Und Freunde, danke fürs Anschauen dieses speziellen Videos. Sagen wir es so. Ich werde mich erstmal einweisen lassen, eine Therapie besuchen und schauen, wie ich mich in den nächsten Monaten erholen kann. Ciao for now.